Keine Frage, das FOMC-Protokoll vom Mittwoch, also das Protokoll der letzten FED-Sitzung, das war schon ein Gamechanger. Wir haben diesen Abverkauf gesehen am Mittwoch gestern. Naja, ist ja erstmal dieser Abverkauf gestoppt worden, aber ein Konter der Bullen war es auch wieder nicht. Also da hat man jetzt erstmal versucht, sich neu zu sortieren nach diesem Schock durch das FOMC-Protokoll. Die Märkte hatten schlichtweg die hawkische Haltung der FED unterschätzt und heute kommen die US-Arbeitsmarktdaten. Werden diese Arbeitsmarktdaten dann die Zinsängste, die im Markt sind, noch weiter verschärfen? Schauen wir uns zunächst mal die Reaktion an. Auf das FOMC-Protokoll war ja der härteste Abverkauf auf ein solches Protokoll hin, seit man die Daten aufzeichnet. Nasdaq und der Russell vor allem betroffen mit über 3% Minus. Ja, also die Märkte wurden davon überrascht. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das, wenn sie überrascht wurden? Dann bestehen offenkundig Fehlpositionierungen oder bestehen offenkundig noch Positionierungen, die noch nicht wirklich adjustiert sind an diese hawkische Fed. Und manche haben gesagt, ach Mensch, das ist doch hier dieses Protokoll, dieses FOMC-Protokoll. Das war doch aus Mitte Dezember. Wir haben doch jetzt schon wieder eine ganz andere Situation, aber das stimmt nicht, denn es ist schlichtweg so, diese Protokolle des FOMC, also das, was die Mitglieder in dieser Sitzung wirklich sagen, das wird erst 7 Jahre später im Wortlaut veröffentlicht. Aber es ist eben so, dass dann ein solches Protokoll angefertigt wird und die Fed hat dann immer noch, und die einzelnen Fed-Mitglieder haben immer noch, dann die Möglichkeit, praktisch hier redaktionell einzugreifen. Das heißt, das, was wir hier als FOMC-Protokoll gesehen haben, das ist ein bearbeitetes Konstrukt, das praktisch die derzeitige Stimmung der Fed sehr gut wiedergibt, weil es praktisch Redakteure gibt, die da eben diesen Text so gestaltet haben. Also das ist schon eine klare Botschaft der Fed gewesen an die Märkte und die hatten das irgendwie vorher nicht so ganz auf dem Zeiger gehabt. Bilanzreduzierung. Der Fokus offenkundig der Fed und eben schnellere Zinsanhebungen, das war das, was die Märkte so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Wir sehen hier die Reaktion, Dow Jones diesmal schwächer, der hatte sich besser gehalten, Nasdaq mehr oder weniger unverändert, ebenso der S&P 500. Wir sehen Energiewerte gestern wieder sehr stark, Finanzwerte ein bisschen überraschend, warum will ich gleich zeigen, wir sehen dann Industriewerte. Und ganz unten Healthcare und Materials, Technology, Utilities, also ein etwas gemischtes Bild. Wenn wir uns mal die US-Indizes anschauen, dann sehen wir oben den SPY, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Und hier sehen wir, sind wir genau bis zur 50-Tages-Linie gelaufen, haben die erstmal verteidigt, haben dann mehr oder weniger in einem Unterstützungsbereich geschlossen, sind also in einer praktisch unentschiedenen Situation. Man weiß nicht genau, wie geht es weiter, wollen wir rauf, wollen wir weiter runter. Während wir unten uns mal den Triple Q anschauen, also das maßgebliche Nasdaq ETF, und hier sehen wir, sind wir schon weit unter dem 50-Tages-Durchschnitt und haben praktisch den 100-Tages-Durchschnitt angelaufen, diesen erstmal halten können, jetzt mit einer solchen Unsicherheitskerze dann am Schluss. Wenn wir uns mal das Verhältnis Growth to Value anschauen, und zwar im Russell 1000, dann sehen wir, dass da schon einiges runtergegangen ist. Growth hat deutlich schwächer performt als Value und wir sehen, dass wir da schon relativ weit unten sind, in dieser unteren Grafik, die Sie hier sehen, oder diesem unteren Teil der Grafik, das kann noch extremer werden, dann folgen jedoch meistens Drehungen bzw. Gegenreaktionen, soweit sind wir noch nicht. Es kann also sein, dass der Nasdaq, dass die Tech-Werte weiter schlechter performen als eben die Growth-Werte. Gestern, wie gesagt, Dow Jones dann ein Ticken schwächer sogar als der Nasdaq, also da ist jetzt nicht mehr viel dazugekommen. Wir sehen aber ein Muster, erstens die meistgeschorteten Aktien, die sind weiter auf dem Rückzug, unprofitable Tech-Unternehmen sind weiter auf dem Rückzug und wir sehen, und das ist vielleicht bedeutsam, dass die Versteilung der Zinskurve, die wir in den letzten Tagen gesehen hatten, gestern so ein bisschen rückläufig war. Wir laufen jetzt in Widerstandsbereiche, was die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe betrifft. Das könnte dann vielleicht ein bisschen diesen Tech-Werten helfen, wenn die Anleiherenditen nicht weiter steigen. Die dürften allerdings heute auf die US-Arbeitsmarktdaten sehr stark reagieren. Schauen wir uns mal das saisonale Muster an der Aktienmärkte in den USA in
diesen Midterm-Election-Jahren, wir haben ja dieses Jahr dann diese Zwischenwahlen im November in den USA und wir sehen, das sind schon schwierige Jahre in der Regel für die Aktienmärkte in den USA, deutlich schlechter als der normale Verlauf und wir haben dann oft eben so Beginn Januar geht es erstmal runter, dann kommt so eine Seitwärtsbewegung, dann geht es Ende Februar meistens wieder rauf, da kommen ja dann viele Earnings, also die Berichtssaison. Und dann haben wir ab Mitte, Ende April eigentlich einen Downmove bis dann kurz vor diesen Zwischenwahlen. So oder so sehen wir den Nasdaq jetzt mit einer 3-Tages-Losing-Streak, also praktisch 3-Tage-Verluststrecke mit einem Verlust von minus 3,6% jetzt seit Jahresbeginn. Und das ist nur der Index. Unter der Oberfläche ist das Bild noch viel verheerender. Wir sehen etwa, dass die Anzahl der Aktien, die mindestens 50% von ihrem Hoch runtergekommen sind, praktisch auf einem, fast auf einem Allzeithoch liegt. Das sind mehr als ein Drittel, haben also die Hälfte ihres Börsenwertes verloren. Das ist schon, zeigt schon, wie viel Schaden da angerichtet wurde. Dieser Schaden ist eben nicht so sichtbar in den Indizes, weil die Generäle, weil die Apples, weil die Microsofts, weil die Googles das Ganze oben halten. Die steigen zwar auch nicht mehr, aber sie fallen eben auch nicht, sodass das Bild ein bisschen praktisch verwischt wird, das reale Bild der Aktienmärkte. Hier hat Bloomberg das so kommentiert: zu keinem anderen Zeitpunkt seit Platzen der Dotcom-Blase sind so viele Firmen, so viele Aktien so stark gefallen, während der Index noch in der Nähe seines Hochs gehandelt hat. Schauen wir uns mal ein paar dieser Aktien an. Da sehen wir etwa einen Robin Hood. KGV, Price-to-Sales-Ratio war auf dem Hoch 26, jetzt nur noch 6. Wir haben Palantir, 46, jetzt 22. Wir haben Zoom, wir haben solche Werte, DocuSign, wir haben Beyond Meat oder BYND, ich glaube das ist, ja, müsste Beyond Meat sein oder ist das Bed Bath & Beyond? Nee, Bed Bath & Beyond. Wir sehen Twitter 17, 1 der jetzt 7, also da ist verdammt viel Schaden angerichtet worden, da hat es richtig geknallt. Wer da zum falschen Zeitpunkt diese Aktien gekauft hat, der hat ziemlich das Nachsehen. Und wir sehen auch eine Entwicklung, die jetzt dieses Bullen, dieses ungetrübte Bullen-Narrativ, Tina, es gibt keine Alternative, there is no alternative, so ein bisschen in Frage stellt, dadurch, dass die Renditen weiter nach oben gehen, während die, also die Staatsanleiherenditen, während die Dividendenrenditen im S&P 500 eher stagnieren, sogar leicht zurückgehen. Das zeigt, dass dieses Motto Tina vielleicht nicht mehr so richtig gültig ist. Das ist nur dann gültig, wenn eben die Aktien weiter komplett im Aufwärtstrend sind. Es gibt keine Alternative, also egal, Dividende, das zählt nicht, aber was ist, wenn die Aktien sich jetzt gar nicht mehr bewegen würden, dann brauche ich die Dividende, um wenigstens noch ein bisschen Geld zu verdienen. Also dieses Muster ist jetzt mit dieser hawkischen Fed-Wendung durchaus in Frage gestellt. Das ist jetzt so wenig gültig wie seit vielen Jahren nicht mehr, dieses Motto. Tina, jetzt kommen heute die US-Arbeitsmarktdaten. Wie werden die ausfallen? Wir haben jetzt die Erstanträge gesehen, die waren um und bei immer in der Erwartung. Wir haben relativ solide Komponenten in den Einkaufsmanager-Indizes gesehen bei der Beschäftigung. Wir haben einen starken ADP-Arbeitsmarktbericht gesehen am Mittwoch und wir sehen hier High-Frequency-Data, deutet darauf hin, dass wir mindestens Konsens, wenn nicht sogar besser reinkommen werden. Konsens ist so 460.000, 470.000 neue Stellen. Also manche spricht dafür, dass wir mindestens so reinkommen, vielleicht ein Ticken besser, aber werden wir sehen. Jedenfalls wäre ein starker Arbeitsmarktbericht wahrscheinlich dann eben durchaus ein Trigger, dass die Fed mehr dahin tendiert, schon im März die Zinsen anzuheben. Und wenn wir mal praktisch auf den Boden gucken, dann sehen wir hier bei den Small Businesses, die Hälfte dieser Small Businesses in den USA haben gesagt, wir konnten Stellen nicht füllen, konnten Stellen nicht besetzen. Deswegen haben viele eben die Löhne angehoben. Ein Drittel der Firmen will weiter die Löhne anheben jetzt in nächster Zeit. Also wir sehen hier diesen wahnsinnigen Druck, der da am Arbeitsmarkt besteht. Selbst wenn die Zahl heute nicht so gut ist, nämlich die Non-Farm Payrolls, die Zahl der neu geschaffenen Stellen, könnte es praktisch auch darauf hindeuten, dass eben die Firmen keine Leute finden, die sie einstellen können. Das heißt nicht, dass sie die Stellen nicht anbieten, aber sie finden die Leute nicht. Und das sollte man vielleicht mit bedenken. Und jetzt kommt noch Corona dazu. Hier Woolworths zum Beispiel hat jetzt gesagt, dass man in vielen
Bereichen 20% weniger Mitarbeiter einsetzen kann, schlichtweg weil die in Quarantäne sind aufgrund ihrer Corona-Infektionen. Also das sind schon herbe Dinge, die wir da sehen. Macy's, dieser Einzelhändler, hat ja jetzt seine Öffnungszeiten verkürzt. Also das ist ein richtiges Problem, das da besteht. Kommen wir nochmal zur Fed. Gestern hat sich James Bullard geäußert, der jetzt auch wieder wahlberechtigt ist innerhalb des FOMC, der gesagt hat, ja, drei Zinsanhebungen, das scheint vernünftig. Wir könnten dann mit dem Balance Sheet Runoff, also mit der Reduzierung der Bilanzsumme, bald nach dem ersten Zinsschritt beginnen. Wäre besser, die Zinsen eher schneller als langsamer anzuheben, könnten dann langsamer werden, wenn die Inflation weiter runterkommt. Wahrscheinlich werden wir schon im März die Zinsen anheben, etc., etc. Dann noch eine freundliche Aussage, wir könnten auch ganz unten hier also elect to allow passive balance sheet runoff. Passive balance sheet runoff heißt, dass man die praktisch die Anleihen, die man im Portfolio hat, auslaufen lässt, nicht verlängert. Man macht also nichts, lässt die einfach auslaufen, was dann die Bilanzsumme reduziert, weil diese Anleihen aus der Bilanz rausfallen, ohne dass man jetzt aktiv etwas verkauft, sondern wartet einfach, bis das sich selbst erledigt, das Problem. Und dann interessante Neuigkeiten wieder in Sachen Interessenskonflikte. Clarida, noch Fed-Vize, der ja jetzt dann ausscheiden wird, noch im Januar, der hatte damals im Februar, Ende Februar, als die Corona-Panik, nämlich Februar 2020, als die erste Corona-Welle plötzlich die Märkte auf dem falschen Fuß erwischt hatte, da hat er sehr gut verkauft. Und dann kurz bevor die Fed verkündet hat, dass man hier jetzt All-In gehen wird, hat er wieder gekauft, hat das nicht vollständig ordnungsgemäß gemeldet, wie das hätte gemeldet werden müssen. Das zeigt, dass hier diese Interessensverquickungen, die ja schon Rosengren und wer war es noch, der Dallas Fed-Chef, die beiden hatten ja hier richtig Probleme bekommen. Clarida hat es nicht anders gemacht, also diese Interessenskonflikte, die Geldpolitik zu steuern und gleichzeitig zu wissen, dass man mit dieser Geldpolitik auch die Märkte steuert und dann dementsprechend zu handeln. Riesenproblem. Was will die Fed eigentlich erreichen? Hier sagt Louis Gave, also hier diese Inflation ist nicht wirklich ein Bug, ist nicht ein Fehler, sondern ist ein Feature. Das ist ein Stück weit vielleicht sogar beabsichtigt, sagt er. Das ist das, was sie wollen, denn nur so kannst du mit einer exzessiven Verschuldung umgehen. Fragezeichen. Kann man mal einfach so stehen lassen, ob das so ist. Ich glaube, Inflation ist etwas, was man schlecht kontrollieren kann. Und dementsprechend ist es gefährlich, absichtlich eine Inflation herbeizuführen, zumal wir ja keine Inflation hatten, bis dann diese ganze Corona-Geschichte kam mit Störung der Lieferketten, mit plötzlich auftretendem Materialmangel, all diese Dinge, die vorher ja nicht so wirklich der Fall waren. Kommen wir in Sachen Lieferengpässe, Materialmangel mal noch nach China. Shenzhen wird jetzt die Covid-Kontrollen verstärken, nachdem es hier einige Fälle gegeben hat. Shenzhen ja auch ein wichtiger Börsenhandelsplatz. Henan wird jetzt auch hier einige Einschränkungen machen. Also es werden jetzt mehr Städte, wo diese Fälle vorkommen. Auf der anderen Seite scheint die Regierung in Peking ein bisschen Panik zu kriegen angesichts der Entwicklung am Immobilienmarkt. Da will man jetzt drei rote Linien aufweichen, um sozusagen Mergers zu ermöglichen, also dass Immobilienentwickler miteinander fusionieren, um sich irgendwie zu retten. Also wenn zwei Kranke fusionieren, wird ein Gesunder daraus, das scheint die Logik zu sein. Jedenfalls werden hier die Regularien gelockert. Jetzt sagt man auch den Banken, Mensch, fahrt eure Kreditvergabe für Wohnkredite oder für Immobilienkredite wieder nach oben. Und insgesamt könnte China, anders als die Fed eben im ersten Quartal, die Geldpolitik lockern. Und das würde bedeuten, dass möglicherweise der chinesische Aktienmarkt besser läuft als die Wall Street. Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt. Wir sehen jedenfalls jetzt heute Nacht auch in Asien Schwäche bei Bitcoin. Ist er auf 41.000 Dollar gefallen heute Nacht, andere Kryptos auch. Da ist eben jetzt eben dieses Problem auch da mit der Fed.
Bitcoin ist ein Liquiditätsasset, auch wenn andere es anders sehen. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis. Wie geht es denn jetzt weiter? Was ist jetzt zu beachten? Wo sind relevante Marken? Der Höhenflug des DAX ist jetzt auch erstmal gestoppt. Der ist gestern ein bisschen unter Druck gekommen, ebenso wie der Dow Jones. Also Value hat gestern dann nicht mehr so gut performt. Sehen wir jetzt wieder zumindest eine technische Gegenreaktion, dass Tech besser läuft als Value. Große Frage, was wird heute wichtig? Was wird jetzt insgesamt wichtig an charttechnischen Marken? Das werde ich Ihnen, wenn Sie sich für alles, was mit dem DAX zu tun hat, interessieren, unter dem Video als Link posten. Und wünsche jetzt erstmal das Allerbeste. 14:30 die US-Arbeitsmarktdaten, reinschauen bei Finanzmarktwelt. Da werden wir zeigen, was bedeutet das, welche Reaktion der Märkte dürfte dann folgen. Das wäre also das Nächste. Ansonsten sehen wir uns heute Abend zum Markenflüster. Ich sage Servus und Ciao.